So, ihr Lieben, hallo. Also ich mache mal weiter mit den Vlogs. Ich bin in Umbruchstimmung, also Aufbruchstimmung, Umbruchstimmung, Umzugsstimmung. Und jetzt habe ich mich mal hingesetzt und irgendwie fehlen mir gerade die Worte. Ich bin also als allererstes jetzt mal so aussortieren mit Klamotten. Ich habe schon ein paar Sachen auf eBay reingestellt und auch sofort verkauft bekommen. Die Leute kamen, haben das abgeholt. Ich habe einiges an eine Freundin verkauft, Sachen verschenkt. Es ist immer noch zu viel. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier 140 Quadratmeter und ich verkleinere mich jetzt auf 70. Und das ist irgendwie doof, aber notwendig. Ich habe einen großen Kleiderschrank, so richtig schönen Job-Kleiderschrank. Und jetzt muss ich mich wohl auf Anne Boda beschränken. Kennt ihr Anne Boda von Ikea? Geil. Das ist klein und luftig, dieser Kleiderschrank. Wie so ein Student, genau. Ich entwickle mich jetzt wieder zurück. Also die letzten 10 Jahre sowieso. Also von großen Häusern über große Wohnungen und dann auf einmal... Naja, gut, es ist so. Ich will ja auch nicht hier angeben und jammern. Das Leben ist eben so, wie es ist. Und wenn man alleine leben ist teuer. Also... Geschieden bin ich auch, weil das wisst ihr ja schon, ne? Schon einige Jahre. Und das macht es irgendwie nicht einfacher. Ne? Also Paare haben es schon leichter. Weil man beides, also man teilt alles miteinander. Ne? Man muss doch nicht alles alleine entscheiden, was manchmal ziemlich schwierig ist, immer alles alleine zu entscheiden. So ein Okay oder so ein Feedback vom Partner ist schon nicht schlecht. Aber es gibt ja nun Millionen, Milliarden von Single-Frauen und Single-Männern. Und alleine leben ist auf dieser Welt sehr teuer geworden. Und eine Wohnung zu finden übrigens auch. Ich habe in Potsdam, ihr wisst ja, dass ich nach Potsdam ziehen möchte, das ist eine Odyssee. Ich hatte schon Anfang des Jahres eine tolle Wohnung gefunden, weil ich genau weiß, wo ich hin möchte. Und hatte mich bemüht um diese Wohnung. Ja, dann hat sich keiner gemeldet, der Makler nicht. Also die Agentur hat sich nicht zurückgemeldet und auch nicht am Telefon und bin nicht per E-Mail. Ja, und dann war die Wohnung weg. So, und... Ein paar Wochen später, jetzt letzte Woche, war sie wieder drin, die gleiche Wohnung. Da dachte ich mir, irgendwie ist das merkwürdig. Dann habe ich wieder in dieser Agentur angerufen und dann war der Makler nicht zu sprechen, weil es geht ja nur um so eine Mietputze und da sind die nicht so hinterher beim Wohnungen verkaufen oder Häuser verkaufen, da sind sie schon eher hinterher. Also wenn du nur so eine Putze mieten willst, dann lassen die sich Zeit und das bringt ja auch nicht so viel. Also ich habe den Makler erreicht und habe gefragt, wieso ist die Wohnung wieder zu vermieten? Ja, da wären also mehrere Mieter schon dran gewesen und zwei hätten schon mal, also kurz vor Abschluss hätten die einen Rückzieher gemacht, weil sie wollten das über Airbnb vermieten und das ist ja nicht mehr erlaubt. Also man kann nicht das ganze Jahr seine Wohnung fremd vermieten an Touristen, was ja auch in Ordnung ist. Es fehlt eh genug Wohnraum in den Städten, ne? Besonders in Großstädten. So, jetzt sind wir diese Wohnung, erst waren es 30, sind es 50 Bewerber für diese Wohnung. 50, müsst ihr euch mal vorstellen, 50 Bewerber. Nun gut, ich habe dann meine Sachen dahin geschickt und jetzt bin ich in der Warteschleife und warte, ob ich diese Wohnung bekomme. Ich habe sie mir noch nicht mal angeschaut. Also das heißt, ich kenne dieses Areal, das Objekt, wo ich hinziehen möchte. Also ich kenne das, ich kenne die Bausubstanz, ich weiß genau, wo das ist und wie die Wohnungen saniert worden sind. Das ist alles in Ordnung. Ich wollte nur anhand der Bilder, kann man ja nicht so viel sehen, wie der Grundriss ist und wie ich da was stellen kann. Und ich fahre nicht mal eben 600 Kilometer und stelle mich dann mit 30 oder 50 Leuten in die Schlange und mache mal, guck, hier bin ich. Ja. Und die hat auch eine ganz merkwürdige Zeit angegeben. So Dienstagnachmittag macht der Wohnungsbesichtigung. Mhm. Ja, wer kann da, ne? Also meine Freundin, die sonst gerne sich die Wohnung angeschaut hätte, die sagt, du, ich kann erst um 6:30. Also vorher kann ich nicht, ne? Gut, also, dann habe ich den Makler gebeten, ganz charmant am Telefon, ob er nicht so nett sein könnte und mir so ein kleines Filmchen macht mit dem Handy, mir das schickt per WhatsApp und das hat er gemacht. Quintessenz ist, ich bin total begeistert und möchte unbedingt diese Wohnung haben. Der Makler kann nichts entscheiden, das ist der Vermieter, der lebt ja im Westen irgendwo und ja, schauen wir mal, wie der sich entscheidet, wer den Zuschlag für die Butze bekommt. Also bei mir beginnen jetzt ab März Umbauarbeiten in der Wohnung. Mädels, ich weiß nicht, wie ich das mit den Videos machen soll. Ich habe hier dann eine Baustelle und ich habe Angst. Es überfordert mich gerade. Ich
man ist ja nicht mehr die Jüngste, ne? Ich habe irgendwie richtig Panik. Und so ein weiter Umzug, so fast 600 Kilometer weg, ist doch nicht mal so um die Ecke, ne? Da musst du alles wahnsinnig gut planen und vorbereiten. Meine Söhne, meine drei erwachsenen Söhne werden versuchen, mir zu helfen, aber die sind ja auch im Berufsleben, ne? Und aber es wird schon irgendwie alles gehen. Ich nehme eigentlich kaum Möbel mit. Ich habe hier wunderschöne große Möbel, auch diese riesengroße, dieses Lederteil hier, da dieses Wohnelement. Ich werde mich auf IKEA, ich habe mir geschworen, irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren nie mehr IKEA. Also ich werde mich jetzt wieder wie so ein Student, ich werde jetzt wieder, okay, zu Studentenzeiten, da gab es kein IKEA im Osten, also ich werde jetzt wieder mich total minimalistisch einrichten mit ganz, ganz wenig im schwedischen Stil. Also ganz luftig, ganz hell, Farben so hellblau und weiß und ganz wenig. Weil ich werde nur zwei Zimmer haben, aber sehr, sehr süß und eine ganz hübsche Küche, wo ein Tisch auch reinpasst. Und eine Küche ist drin, das war mir ganz wichtig, dass eine Küche drin ist und ein Balkon. Also auf die Küche einbauen habe ich eben echt keinen Bock. Aber ich muss jetzt, ich hatte mal einen riesengroßen Haushalt mit drei großen Kindern, wir waren eine richtige Großfamilie. So, und durch die Scheidung hat sich schon einiges minimiert. Und dann bin ich in den letzten 10 Jahren noch ziemlich viel umgezogen, habe viel weggegeben, verkauft. Verschenkt. Es ist immer noch zu viel. Ich brauche kein Geschirr mehr für 12 Personen. Also ich krieg das so gar nicht unter und ich möchte es auch nicht alles horten im Keller. Und das geht ja schon mal los, wenn ich an meine Schränke hier drin denke. Weihnachtssachen. Allein dieses Weihnachtsbrimborium, dann das Gedöns, diese ganzen Akten, die man aufheben muss, 10 Jahre, ne? Finanzamt, Bücher. Ich habe gestern habe ich eine riesen IKEA-Tasche Bücher weggebracht in so eine Telefonzelle, diese umgebauten, wo die Leute ihre Bücher abgeben können und andere Leute sich die rausnehmen können. Ne? Und und ich bin den ganzen Tag am Rumfotografieren und verschicke Bilder an Leute. Willst du das haben? Willst du das haben? Willst du das haben? Willst du das haben? Ich habe überall so Tütchen stehen und Kartons und da sind Zettel dran und da sind Zettel dran und also mein Umzug wird nicht allzu groß sein. Ein Bett. Ich werde mir bestimmt Arne Boda kaufen. Ich finde Arne Boda geil. Das ist ein Schrank für 59 Euro. Ihr Süßen. Und ich habe hier einen richtig geilen Jobschrank. Also das ist ein ganz, ganz toller Schrank. Ich liebe den. Aber geht nicht. Der ist so schwer und wuchtig. Ich kann es überhaupt nicht mehr abbauen. Ist auch Quatsch. Naja. So, also wenn diese Umbauarbeiten hier stattfinden, das wird ein Riesentheater und ich weiß noch nicht, wie ich mit den Videos das mache. Ich werde einfach vloggen, weil ich möchte auch nicht nichts machen. Wenn ich jetzt nämlich nichts mache, dann fliege ich aus diesem YouTube, also egal ob ihr mir treu bleibt oder nicht, ich fliege aus diesem Algorithmus raus, weil ich muss dranbleiben. Sonst fange ich wieder von vorne an. Ja? Und ich habe 1,5 Jahre geackert, um jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin und ich bin echt happy darüber. Und ich muss also Videos machen. Und wir waren uns ja einig, also ihr habt mir euer Okay gegeben, dass ihr das gut findet, wenn ich euch zuquatsche und voll laber und euch auf dem Laufenden halte über den Stand der Dinge. Aber ich sage euch eins, der März und auch April, also das wird eine Weile dauern. Aber wenn ich dann in Potsdam bin, dann kriegt ihr wunderschöne Vlogs. Von dieser bezaubernden Landschaft, von diesen wundervollen Seen, von diesen tollen Schlössern. Ich werde euch ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Ich werde euch ein bisschen was über meine Kindheit und Jugend erzählen. Ich bin ja da aufgewachsen. Ich war so ein kleiner Revoluzer. Ich war wirklich ein Revoluzer. Und das bietet sich ja dann an. Also da haben wir eine Menge Themen. Und vielleicht kommt ja auch nochmal ein kleiner Labi ins Spiel. Ja, also. Ich habe hier einen Berg Klamotten liegen. Und den werde ich dann nachher hier zum Roten Kreuz bringen. Und Schuhe, Leute, ich habe so viele Schuhe und ich habe sehr gepflegte Schuhe. Ich pflege alles sehr, ja. Also ich habe keine runtergerungsten Sachen, aber ich weiß nicht, wo ich das hinstellen soll. Ich weiß es nicht. Also weg damit. Das ist nur doof, wenn man sich von Sachen trennen muss, die noch toll sind und die noch modern sind und die man auch mag, aber wenn es einfach nicht geht, ne. Aber ich denke mir, solange ich das sehe, ist es schlimm. Denke ich, oh, das muss weg. Aber wenn es dann weg ist, dann denke ich nicht mehr dran und dann ist auch gut. So. Ja, also das war jetzt mal mein Vlog hier zum
Also die Wasserstandsmeldung, wie es gerade so läuft, was hier gerade abgeht. Ja, gestern war übrigens die Firma da, die die Wohnung umbauen wird. Und das ist zum Glück eine Firma, ein junger Mann, der kommt aus Kroatien und die können ja alles. Ne? Da brauchst du nicht für jedes Gewerk irgendjemand. Und Handwerker zu bekommen, ist in Deutschland ja wie ein Sechser im Lotto. Also das ist ja... Hm? Und der macht alles. Und der hat auch entsprechende Firmen, also wie Wasser die Wasser... Na, ihr wisst schon, die Wasseranschlüsse gerade im Bad macht und auch Strom und so. Und da bin ich echt happy. Und das wird eine sehr schöne Wohnung und die wird dann eben vermietet. Ja, die wird dann vermietet. Da muss ich mich dann auch noch drum kümmern, aber da werde ich wahrscheinlich schon in Potsdam sein. So, bitte drückt mir mal die Daumen, dass ich den Zuschlag für diese Wohnung bekomme, weil sonst fange ich wieder von vorne an. Dann bin ich wieder beim Suchen, also am Suchen. Und wenn ich nichts habe, dann lebe ich in den Umbauarbeiten. Naja, ist auch nicht schlecht. Ne? Dann kann ich nicht mehr waschen, mich nicht mehr waschen. Ein paar Tage, dann muss ich zu meinem Sohn gehen und duschen. Ach, ja. Nun denn. Ja, also, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Alles Liebe, alles Gute. Seid besonders gut zu euch. Und an die Ladies, ich weiß jetzt nicht die Namen aus dem Kopf, aber nach dem letzten Vlog haben mir ganz viele geschrieben, dass sie auch massive Veränderungen so ab 50 plus hinter sich haben oder auch jetzt noch vor sich haben. Da geht es ja bei einigen Ladies auch ganz schön ab. Ne? Tja, das Leben ist eine einzige Herausforderung. Immer wieder. Aber wir meistern das. Wir schaffen das. Auf jeden Fall. Ne? Alles wird gut. Ciao.